Haha, den anderen von hinten einfach, bevor der andere ankommt. Zwei Horn. Wir setzen wieder Layla ein, weil Laylas Attacke ist sehr hilfreich. Batsch. Ich muss sagen, ich fange an, Layla hier echt zu mögen in dem Spiel, weil die mit ihrer Attacke halt echt stark ist. Auch wenn das jedes Mal MP kostet. Und wir einfach nur auf dem Ding hier jetzt einprügeln gerade. Um MP zu sparen. Yay, neue Stufen. Hier ist es 8. Oh, bereit zur Evolution. Alter, wir müssen unbedingt dieses Zeug irgendwo herbekommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Können wir das irgendwo kaufen? Auerblümchen. Ich frage mich, ob es Schmerzen hat. Nee, können wir das irgendwo kaufen? Scharfe Samen. Jetzt haben wir alle scharfen Samen gefunden. 3 Stück. Qualmhöhle. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die Qualmhöhe. Gipfel glühend heißes Gestein. Coole Blumen. Und wir mittendrin. Das ist also die Qualmhöhe. Oh je, der ganze Berg steht in Flammen. Wow, ich habe den Berg immer nur von der Stadt aus gesehen. Noch nie aus nächster Nähe. Nicht rumstehen und glotzen. Hier ist es nicht gerade sicher. Deshalb machen Menschen und Feen normalerweise einen großen Bogen um das Ding. Und überall, wo wir nicht oft hinkommen, wimmelt es sicherlich von Viechern. Macht euch bereit, das wird kein Zuckerschlecken. Pass auf die Lava auf, Oliver. Ich fürchte, dass selbst ein Zauberer es nicht überleben würde, da reinzuplumpsen. Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig. Wenn wir alle zusammenarbeiten, werden wir es schaffen, so wie wir die Prüfungen gemeistert haben. Du hast recht. Das nenne ich inspirierend. Schick, brechen wir auf, oder? Keine Pause, bis wir den Gipfel erreicht haben. Das kriegen wir natürlich hin, keine Pause zu machen. Ja, komm. Können auch gleich speichern. Warum nicht? Zack. So, wenn wir jetzt ein Vieh fangen, landet es gleich im Tresor, ne? Wir müssten jetzt nicht irgendwie austauschen, dass wir immer einen Platz frei haben, oder? Oh, der ist auch cool. Den will ich auch haben. Ich will alle haben. Okay, wir werden uns wirklich dran machen, alle einzufangen. Der Pyro-Imp. Es tut mir wirklich leid, aber wir werden wohl wirklich alle einfangen. Erstens prügeln wir den da kaputt. Okay, der wollte nicht. Es wollte keiner. Oh, schade. Es wollte keiner. Ein Sternentropfen. Hey, Chat ist bereit zur Evolution. Chat erlernt den Trick. Tolle Rolle. Stufe 5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will die hier wirklich alle trainieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Beziehungsweise alle einfangen. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Gehen wir mal erstmal hier den dünnen Weg lang, wa? Da ist wieder so ein Klapperstorch da. Oh, hier liegt wieder. Schon wieder ein Roboter. Haben die irgendwas zu sagen, die Roboter? Also die haben gar nichts zu sagen. Das ist wieder ein Butzemännchen. So, Chat, du Attacke. Hau mal das Butzemännchen kaputt da. Okay, will nicht das Butzemännchen kaputt hauen. Na gut. Es will nicht bezirzt werden, dann nicht. Vielleicht wollen ja nicht immer alle. Ich weiß es ja auch nicht. So, schon wieder so ein Roboter. Was haben die denn hier überhaupt zu sagen? Dieser Schrotthaufen bewegt sich kein Stück. Glaubst du, die Hitze hat ihn erledigt? Na los, Olli. Schrotti hier ist hinüber. Bring doch nichts mit der Kiste einen alten Kumpel... Mit der Kiste einen auf Kumpel zu machen. Gehen wir weiter.
hätte jetzt gedacht, vielleicht alte Pracht oder so. Irgendwas müssen diese Roboter ja bringen. Ich meine, vielleicht lernen wir da ja noch irgendetwas. Achso, es war nur ein Stein. Vielleicht lernen wir ja noch irgendetwas, Roboter wieder zum Leben zu erwecken oder so. Keine Ahnung. Irgendwas müssen die ja bedeuten. Ich meine, wir haben in der Goldhain schon einen gefunden. Wir haben hier einen gefunden. Irgendwas müssen die bringen. Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung, wo lang. Gehen wir mal hier lang. Da ist eine Kiste. Da gehen wir lang. Ich will immer noch den Pyro-Imp haben. Ich will den Pyro-Imp haben. Und das Putzement ja von mir aus auch. Ich will aber nicht lieb gehabt werden. Oh, das will lieb gehabt werden. Warte. Jetzt ist es tot. Jetzt haben wir es tot gemacht. Hoppala. Ich wollte gerade es lieb haben. Oh, das arme Butzemännchen. Verdammt. Na gut. Passiert. Ein Mondtropfen. Haben wir nicht auch schon Sonnentropfen? Oder nee, wir hatten irgendeinen anderen Tropfen. Okay, das sieht aus, als ob wir da lang müssen, wa? Ja, das sieht stärker aus. Das sieht stark aus, dass wir da lang müssen. Dann gehen wir doch erstmal auf die andere Richtung. Oder in die andere Richtung. Besser als auf. Ja, gut. Die Truhe scheint durch einen sehr mächtigen Zauber verschlossen. Okay, na gut, wir haben es halt ausgefüllt. Ich werde es mir zwar nie merken, wo diese ganzen Supertruhen sind, aber naja, was willst du machen? Das Putzelmännchen ignorieren wir mal. Das Putzelmännchen will nicht ignoriert werden. Kampfbirscher. So, erstmal wieder das Putzemännchen zusammenschlagen. Ja, gut. Mann, oh. Yay. Oh. Nein! Ah, oh, Chat, Mann, du hör doch mal auf, die sich in uns verlieben, zusammenzuschlagen. Oh, Chat schlägt sie immer zusammen. Chat, hör auf, die Leute hier zusammenzuschlagen. Das kann doch nicht sein. Die haben uns lieb. Oh. Dieser Chat, ne? Oh. Viel zu gewalttätig, der Alte. Viel zu gewalttätig. Kann nicht mal mehr nett sein. Stay calm now. Esther, I'll give it my all. Komm, Esther, greif du mal an. Echt, das war nice. Tralalalalala. Tralalalalala. So, das heilt. Oh, das ist gut. So, der eine ist weg. Das ist gut. Na komm. Ja, toll. Hört doch mal auf, die zusammenzuschlagen. Leila, warum machst du das jetzt? Warum sind die so aggressiv? Ich habe nur aggressive Vertraute. Ich merke das schon. Nur aggressive Vertraute hier unterwegs. Wir gehen nochmal ganz kurz einen anderen Weg. Der Weg sieht hier so aus, als ob wir da hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, Butzemännchen, komm her. So, jetzt kämpfen wir sie auch einfach down. Ich zerg sie jetzt runter. Bring die jetzt alle um. So, Sandy. Attacke. Nice.
So. Klappt doch schon besser dann. Ein Sandwich. Ja, bereit zur Entwicklung. Einmal ganz kurz hier. Quatsch. War das? Nee, so, Tricks, so. So, du hast Feuerschleuder. Klingt gut. Nee, hat keine neuen. Na, wer hatte denn noch eine neue? Achso, ja, Chat hatte noch eine neue. Kieselregen. Ein Angreifer rollt sich zusammen und rast in den Gegner hinein. Das klingt doch gut. Das kann Chat machen. So, kriegt sogar noch ein bisschen was. Feuersäule, Giftkniff. Okay, der klingt eigentlich cool, das Teil. Er klingt eigentlich cool. Eigentlich. So, nicht in den Lavasee plumpsen, haben wir ja jetzt schon gehört. Das Butzemännchen hauen wir jetzt mal K.O. Mit zwei Horn klingt wirklich eigentlich nice. So, erstmal das Butzemännchen. Wir werden schön geheilt von über Nick wieder. So. Sehr schön. Wir müssen unbedingt mal das Zweihorn ausprobieren, den Zweier. Den Zweier. Was? Oh. Wir sind scheinbar doch richtig gelaufen, aus unerfindlichem Grund. Was zum? Das war aber ein starkes Beben. Oh, verflixt. Mist, Mist, Mist. Was los, Tröpfchen? Der große Knall steht bevor. Ich spüre es in meiner Laterne. Das alte Mete fliegt uns gleich um die Ohren. Kannst du das wirklich spüren? Na klar, ich bin schließlich der große Großfürst der Feen, oder nicht? Vulkanausbrüche zu spüren ist ein Kinderspiel für uns, Mädchen. Dann müssen wir uns beeilen. Wir müssen es aufhalten. Du hast recht, Mann. Wenn wir nichts tun, sind wir Toast. Los, auf dem Gipfel. Okay, das hier ist wohl doch der richtige Weg. Wir sind wohl doch aus Versehen den richtigen Weg gelaufen. So, Layla. Die ist hier so gut zu gebrauchen. Quatsch. Aua, oh, das hat ja... Das hat aber ein bisschen weh. Die Feuerattacke gerade. Das tat ein bisschen weh. Gott, die will ich haben, die Feuerattacke. Gott, ich will diese ganzen Viecher hier haben. Und ich wollte gerade Digimons sagen. Ich will diese ganzen Digimons hier haben. Marschmusik. Giftkniff. Komm her. Den würde ich so gern einfangen. Oh, ich will den einfangen. Hier, können wir den mal einsetzen. Tierischer Lärm. Aua. Alter, was ist denn los mit dir? Keine Ahnung, was das ist. Eine Technik. Ich wollte gerade ausweichen. Können schon mal auf sie gehen. Aua. Machen wir mal ein bisschen Marschmusik hier. Ah. Aua, wir brennen. Mal wieder. Melodie. Ich versuche alles daran jetzt wirklich zu besiegen. Oh Mann, oh. Ich will das Ding haben. Das wirkt voll stark mit seinen Feuerattacken. Sterntropfen, Sonnentropfen. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen. Ein Plitschplatsch.
Okay, gehen wir mal hier rüber. Na, da, darüber scheint es dahin zu gehen, wo wir hinwollen. So, ich hoffe mal, man kann hier wirklich nicht reinfallen. Das wäre... Ist ja voll mies, Alter. Ist ja voll mies, wenn wir Olli jetzt dabei zusehen müssen, wie er hier in der Lava verbrennt, oder? Oh, eine brennende Klinge. Wenn das mal nichts für dich ist, Sandy. Zack, brennende Klinge. Warte, der hier hat denn... Kannst du denn das hier haben? Ein Stromschlag verursacht. Und was ist das? Klarer Kopf? Nee. Plitsch, platsch. Flüssige Klingen sausen durch die Luft und fügen... Oh, das können wir ganz gut gebrauchen hier gerade. Dann kann er nämlich Wasserattacken machen. Seine heilende Träne. Lassen wir mal heilende Träne sein. Und ich will immer noch den da haben. Mano. Den Pyro-Imp. Aber den kriegen wir scheinbar nicht. Alter. One hit. Meins. Nein. Oh Mann, ich wollte es haben. Du fette Ente. Mann, blöde Fettente. So, hauptsächlich trainieren wir Sandy. Ist mir schon aufgefallen. Was, werden wir schon wieder angegriffen? Achso, schon wieder. Der hat uns aber schnell gesehen. Alter, was ist denn da für ein Luftballon? Alter, voll geil, diese Heilung. Dass die jetzt öfter auftauchen, ist echt gut. Das ist echt gut, dass sie jetzt öfter auftauchen. So, erledigt. Den Luftballon besiegt. Zweier. Wie so ein komischer Luftballon. Was ist denn hier los? Under Attack. So, der ist der Luftballon. Denn die Essenz einsammeln, das gibt 12 MP, das ist super. So, hier gibt's nochmal wieder. Aua, Alter. Das ist echt geil geworden mit den Essenzen. Dass wir das jetzt haben, ist echt geil. Das hat sich richtig gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt mit den Essenzen. Wir laden uns damit wieder komplett auf. Yeah, Level Up. Ist einfach nur gut, weil wir dann mehr MP haben. LP und, ja gut, MP ja auch. Dass wir einfach beides mehr haben, ist einfach gut dann da dran. Erstens den Zweihorn. Können wir die Viecher eigentlich auch mehrfach einfangen? Nee, ne, oder? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das Zweihorn, wir wollen nur zwei Hörner haben oder so. Alter, Esther ist besiegt. Oh, Esther, du Pfeife. Oh, Esther ist wirklich besiegt worden, wa? Die Pfeife. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz um Esther kümmern. Krieg noch einen Kaffee. Die Pfeife da. Lass dich von so einem Spitzbuben besiegen. Ja, klasse. Und wir haben jetzt alles aufgeladen und hier ist so ein Heilungsstein. Es wird immer besser, wa? Ja, ja, komm. Speichern wir halt. Dann scheinen wir wohl am Ende zu stehen, wa? Kommt wohl jetzt gleich der Endgegner, wa? Mann, ich glaube, ich werde erkältet, wa? Klingt irgendwie so. So, Sandy wieder. Aber auf den da. Alter.
Alter, dieses Plitsch-Platsch, was die Fettente macht, ne? Ist richtig stark hier. Die Technik ist richtig stark, die sie hier macht. Yay, Chat. Nö. Ich wollte mich nur ganz kurz heilen. Hier lang. Oh. Ah, hier können wir eine Brücke machen. Okay, dann müssen wir da garantiert lang, oder? Ah, nicht unbedingt. Ah, ich weiß es nicht. Ah, ich bin verwirrt.